ASMWorks 2015 System ist das neue Adaptiv 2.0, was ich Ihnen hiermit an einem Beispiel zeigen möchte. Wir haben einmal die Werkzeugwege auf dem Bildschirm. Das war bis jetzt das herkömmliche Fräsen. Und hier haben wir die Werkzeugwege des Adaptiv 2.0, was ich Ihnen ja im Detail jetzt ein bisschen beschreiben möchte. Und zwar einmal gibt es die Funktion Minimierung der Rückzugswege. Das können wir hier einstellen zwischen minimalem Rückzug und maximalem Rückzug. Je nachdem, was ich ausgewählt habe, dementsprechend kann ich das prozentual auch ausgleichen, was sich der zu fräsenden Geometrie anpasst. Die zweite Funktion ist Helix, konisches Eintauchen bei der Materialeinfahrt wird hier eingegeben. Dadurch erfolgt kein Zylinderschnitt beim Eintauchen, sondern ein konischer Einschnitt, was man an den Werkzeugwegen wunderschön sehen kann. Das zeige ich Ihnen mal auf dem Bildschirm. Und zwar hier ist die Helix. Was man jetzt genau sieht, ist, dass das kein Zylinder mehr ist, sondern eine Konik. Dadurch kann natürlich das Spanvolumen was entsteht, viel besser nach oben austreten und die Späne fliegen besser weg und der Werkzeugbruch wird dadurch minimiert. Von oben sieht das auch schön aus, sodass man hier die Helix sauber erkennen kann. Das dritte, was im Adaptiv 2.0 bei ASMWorks 2015 neu ist, ist schneidenabhängiger Vorschub. Hier vorne erfolgt der sogenannte Vollschnitt, wobei ein hohes Spanvolumen entsteht. Dadurch wird zum Beispiel ein Vorschub von 1500 generiert. Die Schlichtspäne, die nur an der Geometrie stattfinden, oder vielmehr der Schlichtschnitt, dabei haben wir wenig Spanvolumen und dadurch kann ein höherer Vorschub von zum Beispiel 4000 erfolgen. Die vierte Funktion ist Linking, Werkzeugwege zwischen den einzelnen Verbindungen. Hier wird zum Beispiel nicht wie früher im Eilgang über Teile verfahren oder auch von A nach B gesprungen, sondern beim heutigen Linking und Verbindung der Werkzeugwege wird direkt auf der Höhe der Eilgang generiert. Und dadurch erfolgt eine Optimierung der Fräszeit von ca. 15 Minuten. Früher hatte das Teil 38 Minuten Bearbeitungszeit und jetzt 15 Minuten weniger.